ich bin zwar nicht offiziell der Vogt, aber sehr wohl in Bilde. Kurian sehr preisgefällig ist. Sehr preisgefällig. Ich nehme an, die blicke mir nochmal über den Gerichtsplatz. Die neue Rechtsprechung geht auf ihn zurück. Unter anderem. Was genau? Wir müssen das Treiben in der Wildermark ausmerzen, wo es stattfindet, damit das nicht um sich greift. Ihr meint das Treiben von Paktierern, von Nekromanten, von Totenbeschwörern, von Ketzern und Verrätern, ja? Dieses Exakt. Treiben. Und dieses Treiben merzt man aus, indem man Haderlumpen und Bettler an den Pranger stellt. Korrekt. Anstatt sie... Wo ein götterfernes Leben gelebt wird, ist der Pakt nicht weit. Das solltet ihr als Bandstrahler doch verstehen. Habt ihr denn einen einzigen Paktierer aufgegriffen bei eurer Säuberung? Nein, unser hartes Eingreifen sorgt dafür, dass sich die Paktiere hier nicht ertrauen. Aber wir haben gehört, dass es hier in der Nähe wohl einige Meilen entfernt einen finsteren Chimerologen gibt. Auch dem werden wir bald Einhalt gebieten. Habt ihr denn bereits etwas getan, um ihn Einhalt zu gebieten? Noch nicht, wir sammeln weitere Kräfte. Wir warten darauf, dass Okurian aus dem Süden wieder eintrifft, mit einigen almadanischen Rittern. Nun, dann plagt es mich doch sehr, euch eröffnen zu müssen, dass eine solche Einkunft sich noch um lange Zeit verzögern wird. Was können wir also für euch tun? Wir hörten das Anziehen von Rabenmund durch der Partien zieht, gehen Osten auf die Trollmauer zu. Wir wünschen mehr darüber zu wissen. Unsere Späher sagen, dass er an Silberhain vorbeigezogen ist mit seinem Tross. Er müsste sich jetzt irgendwo bei Burg Mersing aufhalten. Von hier aus im Ost-Nordost. Es gibt zwar keine Straße dorthin, aber ich könnte es eigentlich nicht verfehlen. Nun habt Dank. Und ihr solltet euch übrigens von Talf fernhalten. Dort gibt es weitere finstere Prajoten, die das Licht in einen falschen Schatten rücken. Wahrhaftig! Und was bringt euch auf diesen Gedanken? Oder ihr seid doch etwas aggressiv. Wollt ihr die öffentliche Ordnung in Frage stellen? Tätschelt sich so ein bisschen an seinen Sonnenzepter. Ich möchte auch in Frage stellen, dass euch sicherlich nicht die Gänze der Tatsache vorliegt. Ich bin mir sicher, ihr habt einiges an hanebüchenen Gerüchten gehört. Nun, die Gerüchte gebieten sich dahin, dass selbst einige Bandstrahler, die sich dort aufhielten, gerichtet worden sind und verbrannt worden sind, weil sie ihn stellen wollten. Euer Hochwürden, Menschen wie ihr werdet dafür verbrannt. Euer Hochwürden, vielleicht sollten wir dieses Gespräch in eine etwas zivilisiertere Umgebung verlegen, nicht hier auf dem Marktplatz. Schau dich an. Dort drüben in dem Hotel. Sei ruhig. Rechtschaffender Blick von Praios wird die Wahrheit nicht verhehlen. Aber wir können auch gerne in den Praios-Tempel gehen. Nun, ich würde eine Herberge vorziehen. Und ich würde den Praios-Tempel vorziehen. Vielleicht einen Hesinde-Tempel. Aber mir das reicht! Jedenfalls, euer Hochwürden. Ich wollte euch nur davor warnen, dass ihr Talf betretet, denn Bandstrahler wie ihr werdet dort für die Jagd auf Alruin verbrannt und getötet. Das ist nicht die erste grob unwahre Geschichte, die mir bis jetzt unterkam. Natürlich möchte ich keine Beleidigung eurerseits hier beabsichtigen, nur Nachrichten verbreiten sich auf seltsame Weise in Dapartien. 10 Brüder und Schwester von euch sind nicht wiedergekehrt. Wir werden der Sache nachgehen. Seid euch dessen gewiss. Nun, verzeiht, ich werde sehen, dass mein Kamerad hier endlich seine Taverne bekommt und ich werde dann zu Abend dann nach dem Tempel einkehren. Gut, ich werde euch auf die Ausgangssperre hinweisen und Alkohol ist nach 22 Uhr, nach der 22. Stunde verboten. Dabei schaut er mal rügend in Richtung von Abelmir. Ich werde da ein Auge drauf haben. Muss die Stände, also augenscheinlich. 3 Peitschenhiebe für Trunksucht. Nun, Travier mit euch. Praios mit euch. Schaut er dich wieder finster an und geht dann wieder zurück in den Praios-Tempel.
Dieser Herr ist aber wirklich mit dem linken Fuß aufgestanden heute Morgen. Diesen Blödsinn gehört, den er verzapft hat. Weil er den Bandstrahler umbringen soll. Und wahrscheinlich auch diesen von diesen anderen Gastern sich in der Geschichte auftischen lassen und glaubt ihr auch noch. Gerade als Preisgeweihter soll man doch wissen, dass die Wahrheit nicht immer auf dem Tisch liegt. Nun ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir hören, dass Albun und seine Anhänger nicht... Und ihr sagt uns seine Anhänger, ja? Als wäre einer von denen nicht vor euch stehen. Nun ja, ihr wart ja selber nicht da, habt ihr mir gesagt, zu dem Zeitpunkt, als diese Sachen gestohlen wurden aus der Burg. Das ist richtig. Also wollte ich euch jetzt nicht dazuzählen, wollt ihr mir das vorhalten? Natürlich nicht, denn ihr seid auch von der Herrin Hesinde beschenkt worden. Also, wir müssen aber trotzdem zugeben, dass es nicht das erste Mal ist, dass wir solcherlei über Albuin hören. Und vielleicht ist der Ursprung dieser üblen Gerüchte, einen gemeinsamen Kern. Zum Beispiel. Vielleicht wird sich die Gelegenheit ergeben, einen Teil vorbeizuschauen, sich ein Bild zu machen. Dann könnt ihr mit Albuin sprechen, dann werdet ihr euch sicherlich von der Rechtschaffenheit seiner Worte überzeugen können. Wisst ihr was, nachdem ich schon so viel gehört habe, würde ich tatsächlich einmal diesem Albuin gerne selber gegenüberstehen und hören, was er zu sagen hat. Offensichtlich, denn mein Wort in der Sache scheint euch ja nicht zu genügen. Warum auch immer. Nicht, dass ich das nicht für eine gute Idee halte. Aber vielleicht sollten wir nicht mit deinem schwarzen Magier zu dem Preios-Verrückten laufen. Ja, weil er ihn verbrennen wird. Er wird ihn wohl nicht verbrennen. Allerdings wird Abelmeer wohl keinen guten Stand haben. Isaron auch nicht, was das angeht, aber... So sind die Sachen. Was das angeht, wo wir Pfeile des Lichts hingeschickt werden, werden wir auch nicht immer mit offenen Armen empfangen. Das soll also nichts Ungewöhnliches für mich sein. Und natürlich lege ich Wert auf euer Wort. Aber nun ja, vielleicht kann es sein, dass euch das Charisma des Herrn Albuin ein wenig in den Bann gezogen hat. Könnte das möglich sein? Muss euch doch wohl sehr bitten, Isaron. Ich werde wohl das Wirken meines Herrn erkennen, wenn ich es sehe. Sicher, davon gehe ich aus. Aber wir sind alle nur Sterbliche. Wir machen alle Fehler. Das wohl. Aber Albuin ist kein Sterblicher. Wie habt ihr Albuin dann erlebt? Wie reagiert er auf Kritik, auf Menschen, die nicht sofort die Richtigkeit seiner Worte erkennen wollen? Nun, sein Wort ist der Wille Praios. Entsprechend wird es mit der gebotenen Härte durchgesetzt. Es gibt natürlich immer die, die sich nicht beugen wollen. Es gibt natürlich auch immer die... sagen wir, zu den Waffen greifen. Letztere muss man hinwegfegen, erstere kann man mit sanfteren Mitteln überzeugen. Dabei könnt ihr wohl hören, wie jetzt ein stattlicher Ritter in weißer Rüstung an den Pranger herangetreten ist und anfängt jetzt die Menschen auszupeitschen, sodass dann die lauten Schreie von ihnen durch die Stadt hallen. Seht euch das an. Ein Ritter muss den Scharfrichter spielen. Also bis auf den Ritter erinnert mich das an die Heimat. Das ist aber wirklich eigentlich nicht die Aufgabe eines Ritters. Wie merkwürdig. Das kommt mir irgendwie sehr falsch vor. Der hat ein Wappen, oder? Er hat ein Wappen. Ist wohl einer von Nokurians Waffentreuen. Also irgendein Dapratischer, ja, okay. Ja. Sehr seltsam. Wir werden doch mit Nokurian sprechen müssen, diese Sache hat ein Ende zu haben. Ist denn jeder wahnsinnig geworden? Ich dachte, für Diebstahl verliert man die Hand. Mit Diebstahl kann man die Hand verlieren. Das heißt noch nicht, dass man jedem Brotdieb, jedem Munddieb die Hand abschlagen muss. Tut er ja nicht. Trotzdem, das geht doch ein wenig weit. Vielleicht... Nun ja, wir können natürlich eigentlich nicht seine Befehle, die er von seinem Herrn bekommen hat, aufheben, aber... ihn vielleicht auch an die Gebote der Herrin Travia erinnern. Immerhin sind wir in Dapartien. Erschien euch der Mann wie jemand, der von seinem gegebenen Befehl abweichen würde? Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Mein Bauchgefühl sagt nein. Wir werden dies am besten an der Wurzel angehen, und das ist bei Okurion. Er kennt uns ja.
Dies muss dann allerdings warten, bis wir wieder im Romelisaland sind. Eine Sache nach der anderen. Eine nach der anderen. Zuerst Answin. Ja, ihr habt wohl recht. Wir dürfen uns bei allem, was von Wichtigkeit ist, trotzdem nicht ablenken lassen. Ich kann nicht glauben, dass das tatsächlich Ukurians Wille ist. Möglicherweise haben seine Untergebenen ihn falsch verstanden. Ukurian ist ein preisgefälliger Mann. Ich bin mir sicher, er tut das, was er für das Beste hält, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Oder wiederherzustellen. Nun, wir sind Ukurian bereits begegnet und damals machte er nicht den Eindruck auf mich, als würde er hinter, Folter wie dieser stehen. Menschen können sich ändern. Damals, das ist wohl wahr. Damals war er auch noch der Ansicht, dass Selindi ein Kaiser werden würde. Ja, vermutlich folgt er immer noch diesem Glauben. Deswegen ist er ja auch von der Kaiserin gesucht. Kommt ja nicht von ungefähr. Nun, machen wir einen Tag lang Rast. Wir zu anderen in Praas-Tempel einkehren und vielleicht hört man ja noch etwas über die örtliche Rechtsprechung. Und ihr lasst euch nichts zu Schulden kommen. Gar nichts. Das könnte schwierig werden. Mir scheint, sie haben eine Menge Gesetze, von denen wir nicht einmal etwas wissen. Nun, setzt euch in die Taverne, trinkt vielleicht heißes Wasser, trinkt heißes Wasser und packt bloß keine Kartenspiele aus. Dann sollte euch wohl nichts passieren. Dann würfelt doch alle mal eine Rechtskundeprobe. Jalon darf meinetwegen als letztes würfeln, um fehlende Punkte auszugleichen. Das ist gelungen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das notwendig sein wird. Dann brauchst du nur 2 Punkte ausgleichen. Jetzt kommt der Fazit, komm. Ist in Rechtskunde wirklich 3x Klugheit drin oder habe ich das falsch eingetragen? Kann mir jemand nachsehen? Du hast es falsch eingetragen. Klugheit, einmal Klugheit, Intuition. 14, okay, dann habe ich da irgendwann mal drauf geklickt. So. Wir nehmen die Punkte. Du hattest eine 1 hinten gewürfelt. Da bleiben dann also mehr Punkte übrig, ne? Nee, gar nicht. Weiterhin 4. Ja, also genug. Ja, genug, um Zulamins auszugleichen, genau. Ja. Der Rest hat es ja geschafft. Richtig. Muss auch nicht mirakeln oder sowas. Das wäre natürlich im Vorfeld dazu sagen gewesen. Gut, so könnt ihr euch dann still in der Bohlenburg oder an der Bohlenburg darum bemühen, dass ihr hier nicht der örtlichen neuen Gesetzgebung zum Opfer fallt und dann selbst am Pranger landet. Was dann für Helden oder Gaugrafen sehr unrühmlich wäre. Dann schreiben wir den 25. Hesinde, 1028 nach Bosbarans Fall. Ihr habt euch am Vortag noch einige Reiseutensilien gebraucht, als ihr dann gemerkt habt, dass ihr dann für einen Winter, hereinbrechenden Winter, dann doch nicht so große Zeit, wie ihr das eigentlich hattet, vorgehabt. Denn gerade wenn man jetzt durch die Walachei zieht, dann muss man tatsächlich auch mal längere Zeit draußen schlafen und nicht in angenehmen Gasthäusern verbringen. So könnt ihr dann, nachdem ihr euch ausgestattet habt, die ganzen Sachen an den Pferden angebunden habt, aus der Bohlenburg hinausreiten, habt euch dann aus den sämtlichen Ärger herausgehalten, ja, dann habt nochmal auf die einen oder anderen Fehler hingewiesen, die man dann hätte machen können. Und so könnt ihr dann die Stadtmauern verlassen in nördliche Richtung und könnt dort erkennen, wie wohl direkt hinter dem Stadttor mehrere finstere, dunkle Gestalten stehen, in Kutten gehüllt, die euch mustern, wenn ihr an ihnen vorbeireitet. Sie sagen nichts. Hey Ida, was schaut ihr so? Du kannst erkennen, wie wohl ein Anführer nach vorne tritt. Anführerin kann man unter der Robe tatsächlich auch erkennen. Und als sie dann die Kapuze zurückzieht, kannst du erkennen, wie sie wohl eine Glatze trägt und oben ein eingebranntes Boronrad auf ihrem Schädel prangt. Sie nickt dir zu. Boron zum Gruß. Wann seid ihr? Zum Gruß. Euer Gnaden? Sie schüttelt nur beim Kopf. Einfache Zelote.
Eine Zelotin. Sehr gut. Können wir euch behilflich sein? Wir sind einfache Pilger ohne Waffen. Würdet ihr uns eventuell in Begleitung nehmen? Nun, wohin wollt ihr denn? Zur Pforte. Ein Stück weit sicherlich. Wir sind auf dem Weg nach Burg Mersingen. Da sollten wir durch die Wildnis... Ja, ich denke nicht, dass meine Gefährten etwas dagegen haben, mit euch Pilgern herumzureisen, nicht wahr? Abkürzung? Was wollen die denn da? Nun, sie sind Pilger und an der Pforte befindet sich ein Heiligtum des Herrn Boron. Sankte Boronia. Das vermutlich überrannt ist. Das ist der Sitz des Golgarithenordens. Es wird halten. Das vermutlich jetzt umstellt ist. Nun, wir werden sicherlich genauere Auskunft an der Burg erhalten. Es ist nicht an uns, ihre Motive zu hinterfragen. Wenn die Pilger... Ich wollte sie nur nicht in den Tod schicken, aber wenn es euch egal ist... Ich denke, dies ist kein Kriterium für einen Anhänger des Herrn Boron. Sie nickt. Nun, dann ist uns eure Gesellschaft wohl willkommen. Lass meinen Bären in Ruhe. Komm, Mira. Die Gruppe wird euch dann, wenn sie zu Fuß folgt, definitiv etwas langsamer machen, als ihr eigentlich mit den Pferden seid. Aber es sind stille, gläubige Menschen, die dann an eurer Seite weilen und euch auch nicht weiter versuchen aufzuhalten. Also wenn ihr dann durch die Wälder und die Hügel der Wildermark zieht in Richtung Ost-Nordost, in Richtung von Burg Mersingen. Die Reise durch die Hügel wird dann den ganzen Tag dauern. Mittlerweile ist der Schnee auch hier im Norden angekommen, auch wenn ihr nicht mehr so weit an den Treuzacken entfernt seid. Aber ihr zieht jetzt wieder auf sie zu, sodass ihr dann die schwarzen Spitzen dort erkennen könnt am Horizont. Und dann irgendwann in der Nacht müsstet ihr ja die erste Reise unterbrechen. Irgendwo vor euch müsste dann ein kleiner Fluss liegen. Und kurz dahinter dann die Burg der Mersinger. Jalan erinnert sich an seine ehemalige Knappin Myria, die dann auch wohl von hier ja, ihren Familienursprung hatte, auch wenn dann die jeweilige Familie dann etwas näher an Schnattermoor zu finden war, aber das Zentrum der Mersingens liegt hier. Gib mir mal bitte eine Wildnislebenprobe. Eine oder alle? Ein Anführer darf mir eine Wildnislebenprobe geben und Eis und Schnee würde zählen als geländekundig. Da Boltax nicht mehr hier ist, ist das jetzt wohl mein Job, oder? Ich denke, ich habe die höchsten Werte, oder? Weiß ich nicht, aber ich trau dir nicht. Gut, dann probier's du's. Dann geh vor. Das sieht gut aus. Ja, so könnt ihr dann in den Hügeln ein Nachtlager aufschlagen, das eine da dran Hölzchen schanzen, sodass ihr dann so ein bisschen windgeschützt aufstellen kann, ein kleines Lagerfeuer, was ihr machen könntet, wenn ihr wolltet. Und ein kleiner Zug von den fünf Zeloten, die dann neben euch still und schweigsam Platz nehmen. Hoffen wir einmal, dass Sven von Ramon wirklich hier oder zumindest hier in der Nähe ist. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist oder eben eher nicht aufgefallen? Ich hatte mir vorgestellt, dass die Verwüstungen des Herzogs wesentlich ausgedehnter sein müssen. Aber bisher haben wir noch gar nichts bemerkt, nicht wahr? Wir sind auch noch nicht an der Reichsstraße. Das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass dort die Zerstörung größer wird. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte befürchtet, dass es auch weit ins Hinterland vordringen wird. Sie sind offenbar doch recht zielgerichtet vorgegangen. Und ich bin mir sicher, sollten wir in Gallestalf oder zwei Mühlen rumkommen, wird sich ein gänzlich anderes Bild bieten. Nun zumindest Gallis, das ja direkt an der Straße liegt. Talf auch. Ja, richtig. Was genau werden wir also Hanswin sagen, wenn wir ihn treffen? Ihr hattet schon mal das Vergnügen, nicht wahr? Kurzzeitig, ja. Wir begegneten ihm in einem Heerlager nördlich von Werheim. Ich kann ihn nicht ganz einschätzen. Eigentlich machte er einen relativ vernünftigen Eindruck,
als wir ihm begegneten. Allerdings wissen wir natürlich auch um seine bisherigen Vergehen. Das miteinander in Einklang zu bringen, um und herauszufinden, ob er sich wirklich gewandelt hat, das kann ich nicht alleine. Das ist ein Urteil, das am Ende des Tages die Kaiserin treffen muss. Nun, ein Urteil wurde bereits gesprochen. Und eine solche Verbannung aufzuheben, liegt ebenso in ihrer Macht. Das ist richtig. Aber sie hat doch schon ihre Wünsche gegeben bezüglich dieses Mannes geäußert. War sie doch anwesend. Nun ja, aber vielleicht ist ihr... die Wahrheit der Sache noch nicht klar. Vielleicht ist uns auch die Wahrheit der Sache noch nicht klar. Wir werden sehen. Nur wenn ich jetzt richtig verstanden habe, hat sie ihn verbannt oder ihr Vater? Und sie hat uns gesagt, dass er durch diese Eindring ins Mittelreich seinen Tod beigerufen hat. Und das auf jeden Fall, Raphim, werden wir ihm nicht unterbreiten. Das habe ich auch nicht gesagt. Meint ich habe nur gesagt, die Frau hat sich schon entschieden. Meint ihr wirklich, er weiß das nicht, dass er nun vogelfrei ist? Ich hoffe immer noch, dass wir alle Beteiligten davon überzeugen können, dass eine friedliche Lösung die beste ist. Nun, ich denke, das wird uns am besten gelingen, indem wir die Bedrohung durch den Drachen deutlich machen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ganz einfach, denn natürlich weiß jeder, dass der Drache eine Gefahr ist, aber im Moment scheint er verschwunden. Sehen wir es von jener Seite. Wenn er wirklich in Wurfmung-Mersing ist, scheint es mir eine gute Annahme, dass er nicht gegen Romulus marschieren wird. Entsprechend scheint zumindest dieser Brandherd das erste abgekühlt zu sein. Wenn wir davon ausgehen, dass nicht Romulus sein Ziel ist, er also in Richtung Trollpforte zieht, was wäre ein lohnendes militärisches Ziel, das er im Auge haben könnte? Altzoll, denke ich. Aber durch die Trollmauer hindurch zu wollen, ist trotzdem Wahnsinn. Wir wissen doch, dass 500 Mann aus der Trollpforte Richtung Romulus ziehen wollen und sich vereinigen wollen mit Asmodeus. Das wissen wir, aber das weiß er nicht. Wir könnten es ihm sagen. Das ist der Plan, ja. Aber das erklärt nicht, warum er da ist, wo er ist. Vielleicht will er dieses Kloster befreien. Das scheint mir plausibel zu sein. Es wäre sicherlich ein göttergefälliges Unterfangen. Und es klingt wahrscheinlicher, als dass er auf anderem Wege von diesen Männern von Asmodeus erfahren haben könnte. Abgesehen davon wollte er ja auch einige Effektsgeweihte in die Warunkai schicken. Vielleicht hat er irgendwelche vorhergehenden Informationen dahingehend bekommen. Wir sollten anmerken, dass wir in Warung selbst keinen einzigen getroffen haben. Keinen von seinen. Vielleicht haben sie sich auch nur nicht zu erkennen gegeben. Das ist möglich. Möglich, aber ich denke wohl, sie hätten sich doch nach Erstürmung der Stadt offenbart, oder? Sicher. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie es entweder nicht nach Warung geschafft haben oder schon abgereist waren, bevor wir dorthin kamen.